www.stoppen.de. Direkt vor uns befindet sich die Elsenbrücke. Aber wenn es nach dem Willen vom Berliner Senat geht, nicht mehr lange. Denn diese soll zur Hälfte abgerissen werden und dort eine Autobahn gebaut werden. Und diese Autobahn soll jeden Tag mehr als 100.000 Autos in unsere Wohngebiete spülen. Der Abschnitt von Neukölln nach Treptow ist bereits im Bau. Eine echte Bürgerbeteiligung zu diesem Betonmonster gab es dazu leider nicht. Auch beide Parteien der damaligen rot-roten Koalition stimmten gegen diesen Autobahnbau. Aber kein Problem für den damaligen regierenden Bürgermeister Herr Wobereit. Er setzte seine SPD unter Druck und ließ ein Jahr später noch einmal abstimmen und erzwang so eine ganz knappe Mehrheit für die Autobahn. Das ist faule Politik. Müsste Berlin die 500 Millionen Euro für diese 3 Kilometer Autobahn selbst bezahlen, so würde hier niemand auf diese verrückte Idee kommen. Aber da uns das Betonmonster vom Bund geschenkt wird, wird so lange abgestimmt, bis das Ergebnis den politischen Entscheidern passt. Der Irrsinn ist nicht zu toppen. A100 stoppen. Der Irrsinn ist nicht zu toppen. A100 stoppen. Selbst die Senatsprognosen belegen eindeutig, dass der Autoverkehr in Berlin in Zukunft weiter abnimmt und eine Stadtautobahn hier nicht mehr benötigt wird. Andere große Metropolen weltweit, und zwar von New York bis Moskau, bauen bereits innerstädtische Straßen und Autobahnen zurück. Würde man das in Berlin mit der bestehenden 100 ebenso machen und auf diesen Flächen Wohnungen bauen, hätte Berlin wohl kein Wohnungsproblem mehr. Es gilt noch immer, wer Autobahnen sät, der wird Autoverkehr ernten. Und Tausende müssen dann zum Beispiel hier in diesem Kiez im Dauerstau mit krankmachendem Lärm und Dreck leben. Eine Autobahn nach Treptow, Friedrichshain und Lichtenberg zerschneidet gewachsene Kieze, zerstört preisgünstigen Wohnraum, macht Gärten, Parks und Freiräume kaputt und würde auch mehrere Clubs wie hinter uns die Magdalena verdrängen. Kunst, Kultur, Clubs und kreativ sein im Angesicht der Autobahn? Nein! Hallo Berliner Senat, wachen Sie endlich auf! Eine Autobahn an dieser Stelle ist rückwärtsgewandte Verkehrspolitik aus dem vergangenen Jahrhundert und ist hochgradig unsozial. Denn nur ein Drittel der Berlinerinnen und Berliner haben überhaupt ein Auto. Trotzdem bekommt der Autoverkehr in Berlin überproportional viel Platz eingeräumt. Der Volksentscheid Fahrrad zeigt, wohin der Trend geht. Helft uns alle mit, den Weiterbau der Stadtautobahn 100 zu verhindern. Informiert euch auf unserer Webseite www.100stoppen.de, liked uns auf Facebook und auf Twitter und macht bei unserer nächsten Protestaktion mit. Und zum Abschluss noch ein Spruch. Hopp, 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 A100 stopp. 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 Ja, vielen Dank.